die so aussehen, dann ist es für euch auch wieder Zeit, Bananenkuchen zu machen. Diese Bananen sind wirklich schon super reif und sehr dunkel, daher sind sie auch echt besonders süß. Und wir benutzen die jetzt für unseren Paleo Bananenkuchen. Herzlich willkommen bei Mixit.blog. Ich bin die Maren und zeige euch heute, wie ihr einen Paleo Bananenkuchen selber zubereiten könnt. Wir nehmen aber nicht als erstes die Bananen, sondern in unseren Bananenkuchen kommen Mandeln rein, gemahlene Mandeln. Dafür nehme ich 200 Gramm Mandeln und werde die als erstes mal mahlen. Die Mandeln werden 10 Sekunden auf der Stufe 10 nun zermahlen. Die Mandeln können wir jetzt einmal umfüllen. Und nun geht es weiter mit unseren Bananen. Und zwar nehmen wir dafür 4 Bananen, möglichst reif. Bei mir seht ihr, dass sie schon wirklich sehr, sehr schwarz sind von außen. Von innen sehen sie noch wunderbar aus. Ihr könnt ja das sehen, dass sie noch ganz wunderbar sind. Ich werde jetzt alle 4 Bananen in meinen Mixtopf geben. Wenn eure Bananen noch recht frisch sind, dann sind sie nicht so süß und dann würde euer Bananenbrot auch nicht so süß werden. Berücksichtigt das einfach, im gegebenen Fall würdet ihr vielleicht noch etwas Süßungsmittel hinzufügen. Ich benutze etwas Honig und dann würde ich euch empfehlen, ein bisschen mehr zu nehmen. So, jetzt habe ich da 4 Bananen drin und ich nehme auch noch direkt 3 Eier, 3 ganze Eier. Und werde nun das Ganze einmal 20 Sekunden auf der Stufe 5 vermischen. Zu unserer Masse, ich zeige für euch mal, wie sie aussieht. Wow. Jetzt ist mir was rausgefallen. Dann zu unserer Masse gebe ich noch hinzu 1 Esslöffel Honig und 2 Esslöffel Kokosöl. Ich fange mit dem Kokosöl an. Mein Kokosöl ist jetzt noch fest. Wenn die Temperatur wärmer werden bei euch, dann wird auch das Kokosöl wieder flüssiger. Aber das verändert überhaupt nichts in der im Geschmack und in der Nutzbarkeit. So, mein Honig ist auch recht fest. 1 Esslöffel Honig nehmen wir. Und je nachdem könnt ihr auch nach Belieben, wenn ihr es wirklich süßer haben wollt,
nehmt ihr ein bisschen mehr davon. Jetzt gebe ich noch hinzu die gemahlenen Mandeln. Das sind unsere 200 Gramm gemahlene Mandeln. Jetzt brauchen wir noch einen Teelöffel Backpulver. Da habe ich hier gerade mal. Hier sitzt nur noch ein Teelöffel drin, den nehme ich komplett. Und dann brauchen wir noch einen Teelöffel Zimt. So, jetzt war noch Zimt. Und ich finde es noch super, wenn man noch einen Teelöffel grobes Meersalz nimmt. Das habe ich noch nicht ausgeholt. Nochmal 20 Sekunden auf der Stufe 5 verrührt. So, ich habe die Zeit schnell genutzt und habe hier ein bisschen aufgeräumt. Und als nächstes werde ich den Backofen vorheizen und zwar auf 180 Grad Umluft. So, und dann nehmen wir auch schon unsere Kastenform und werden die jetzt mit Backpapier auslegen, sodass der Kuchen hinterher auch gar nicht darin kleben kann und wir das Bananenbrot dann ganz einfach rausnehmen können. Ich nehme dafür einfach mein normales Backpapier, werde das einmal nass machen. Folgenden Vorteil, das kann man jetzt eigentlich ganz wunderbar, ich habe es auch so zusammengeknüllt, jetzt kann man das ganz wunderbar nehmen und die Form prima damit auslegen. Das Papier ist dann einfach nicht so störrisch. Und es lässt sich eigentlich wunderbar an die Form anpassen und dann liegt es da drin ganz einfach. An der einen Stelle war es nicht ganz nass. Das habe ich jetzt nochmal schnell nachgeholt. Und so sieht das dann aus. Also es lässt sich wirklich wunderbar hier reinlegen und alle Ecken sind Anker. Also alle Ecken sind ausgefüllt, es steht nichts störrisch ab. Und jetzt können wir den Teig nehmen und in unsere Backform geben. Der Teig ist schön flüssig, sprich, er läuft eigentlich wunderbar in die Form. So sieht das jetzt aus. Der Mixtopf ist schon fast wieder sauber und noch gespült werden und dann ist alles gut. Unser Teig ist jetzt in der Form und sobald der Backofen vorgeheizt ist auf 180 Grad, werde ich den Bananenkuchen bzw. das Bananenbrot für 35 Minuten im Backofen backen. Also, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn der Kuchen fertig ist und dann zeige ich euch das Ergebnis.
Bis gleich. So, 35 Minuten sind um und jetzt schauen wir mal, wie das Bananenbrot aussieht. Das duftet wunderbar. Schaut mal, so sieht er aus. Ich stelle ihn mal ab, ist noch ganz heiß. Und werde ihn nun mal direkt aus der Form nehmen. Und das ist jetzt eigentlich ganz einfach. Ja, wunderbar. Also ihr seht es mit dem Backpapier. Klebt nicht. Der ist noch super warm, also eigentlich müsstet ihr den jetzt erstmal abkühlen lassen. Aber ich bin ja immer so ungeduldig. Deswegen gucke ich, dass das Papier nicht dran kleben bleibt. Und ziehe das so ganz langsam von dem Bananenkuchen ab. So, jetzt ist es komplett locker und wir sind natürlich super gespannt, wie das Ganze denn jetzt schmeckt. Also werde ich mal ein kleines Stück abschneiden. Ich nehme dafür dieses super tolle Messer von Fremdra Chef, das hat eine Beschichtung. Und deswegen bleibt auch nichts am Kuchen kleben. So, jetzt habe ich mir eine kleine Scheibe rausgeschnitten. Sieht wunderbar aus. Ich zeige es euch mal direkt in die Kamera. Es dampft noch ganz doll. Und riecht wunderbar nach Mandel und nach Banane. Es ist mega heiß. Super leicht und luftig. Hat so ein ganz klein bisschen Salzgeschmack. Vielleicht habe ich einen Tick zu viel genommen. Also ein halber bis ein Teelöffel. Köstlich. Wenn ihr sehen würdet, wer hier wartet, das sind meine zwei Hunde, die riechen das auch schon. Ich muss euch das mal schnell noch zeigen. Schaut mal. Da sitzen sie. Ganz artig. Und warten, dass sie auch ein Stück bekommen. Aber eigentlich wäre es auch was für sie, denn da ist kein Zucker drin. Super kalorienarm. Und es wäre perfekt. Aber ich mag es auch so gern, meine Familie auch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.